Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar mache ich heute den Guilty Reader Tag. Den habe ich bei den Book Friends Forever gesehen und sie haben mich zwar nicht getaggt, aber ich fand den so cool, so bekloppt, dass ich gedacht habe, den muss ich auch machen. Da geht es um 10 unangenehme Fragen, ja, bezüglich Büchern und schlechten Eigenschaften, die man so beim Lesen haben kann und ja. Deswegen, wir legen einfach direkt mal los. Hast du jemals ein Buch weiter verschenkt, das du selbst geschenkt bekommen hast? Nee, tatsächlich nicht. Was aber wohl auch daran liegt, dass ich eigentlich keine Bücher geschenkt bekomme, weil jeder, der mir ein Buch schenken wollen würde, Angst hätte, dass ich das schon habe und deswegen kriege ich höchstens Gutscheine, wenn überhaupt. Die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis denken immer so, ach, die hat schon genug Bücher, die braucht keine mehr. Aber, und jetzt kommen wir zu einem ganz dunklen Kapitel meines Lebens. Was ich schon mal gemacht habe, war, ich hatte mal ein Bett in meiner alten Wohnung, als ich noch, also es ist jetzt schon über 12 Jahre her. Ich hatte mal ein Bett, das so einen Knacks hatte und ein bisschen gestützt werden musste. Und da habe ich ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe und das ich nicht mochte, dafür benutzt. Das sah hinterher auch nicht mehr so gut aus. Ja, aber so ist es halt. Hast du jemals vorgegeben, ein Buch gelesen zu haben, das du nicht gelesen hast? Nee, ich glaube, das wäre ja auch kontraproduktiv, weil wenn es dann irgendwie tiefer in die Materie geht, kann ich ja nicht mitreden. Also das würde man ja sowieso merken. Was ich aber schon gemacht habe, also wenn man auf Partys geht und da kriegen die Leute mit, dass man gerne liest, dann gibt es entweder die, die auch gerne Unterhaltungsliteratur lesen und mit denen kann man sich dann austauschen, oder es gibt die Klugscheißer, die dann meinen, dass nur Klassiker was zur Bildung tun und dass man dann, wenn man die nicht gelesen hat, ist man dumm. So, ne? Solche Leute gibt es. Und da kann man dann entweder mit denen diskutieren. Wenn man darauf aber keinen Bock hat, kann man da schon mal so durchblitzen lassen, dass man das ja auch alles gelesen hat, so, und dass man genauso schlau ist wie die Person, so. Das ist aber, geht aber nur, wenn man oberflächlich miteinander redet, so. Das ist dann auch meistens, ja, sehe ich genauso. Aber das ist nur mit Leuten, mit denen ich mich nicht länger als 5 Minuten unterhalten möchte. Hast du dir je ein Buch ausgeliehen, ohne es zurückzugeben? Tatsächlich nicht. Denn ich leihe mir keine Bücher aus. Einfach aus dem Grund, dass ich entweder Schiss hätte, es der Person nicht zurückzugeben und dann heißt es irgendwann, Tanja leiht sich Sachen aus und gibt sie nicht zurück. Einfach weil ich den Überblick vielleicht verloren habe und dann, nee. Oder ich hätte voll Schiss, dass ich mir ein Buch ausleihe und dann mache ich entweder bei einer Person, die keine Leserillen mag, mache ich dann ausgerechnet Leserillen rein oder es hält mir in die Badewanne oder sonst irgendwas. Deswegen kaufe ich mir die Bücher einfach selbst. Hast du je eine Reihe in der falschen Reihenfolge gelesen? In der Tat, ja. Das habe ich gemacht bei der Romance Elements Reihe von Brittany C. Sherry. Da habe ich nämlich gehört, dass der zweite Teil nicht so dolle sein soll und habe dann den erstmal ausgelassen und habe direkt mit dem dritten weitergemacht. Aber das sind auch eigentlich alles so Standalones. Also von daher. Macht da jetzt nichts. Ich habe da jetzt noch den zweiten und den vierten Band offen, aber die hängen halt nicht miteinander zusammen. Ansonsten? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Da bin ich zu nerdig für. Wenn ihr übrigens noch mehr so bekloppte Takes sehen wollt, dürft ihr mich jetzt gerne abonnieren. Hast du jemals jemanden gespoilert? Bei Büchern? Nicht, dass ich mich erinnern könnte und nicht, dass ich es absichtlich gemacht hätte. Nee, also weil ich finde Spoilern auch einfach richtig mies. Also wenn ich weiß, dass die Person das Buch nicht mehr lesen will, dann haben wir schon drüber geredet. Aber so absichtlich oder so gespoilert, nee, das ist asozial, das macht man nicht. Hast du jemals ein Eselsohr in ein Buch geknickt? Früher war ich da ganz, ganz, ganz schlimm. Also, da habe ich selbst, wenn ich mir Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen habe, habe ich da Eselsohren reingemacht, obwohl es nicht mal mein Eigentum war. Richtig mies.
Aber heutzutage gar nicht. Ich passe ja auch auf, dass ich keine Leserillen mache. Am besten sind die Bücher immer, wenn sie aussehen wie neu. Nee, da nehme ich mir so ein Papierlesezeichen und gut ist. Hast du jemals gesagt, dass du ein Buch hast, ohne es zu besitzen? Hä? Warum sollte ich das tun? Also, das ergibt halt gar keinen Sinn. Das ist ja noch bekloppter als, als diese Sache mit dem, hast du jemals gesagt, dass du es gelesen hast, ohne dass du es getan hast? Also, warum? Also, hä? Nee. Hast du schon mal verleugnet, ein Buch gelesen zu haben? Nee, eigentlich nicht. Also, wenn mich jemand fragen würde, würde ich selbst die beklopptesten Sachen zugeben. Also warum denn auch? Also, als ob man dadurch ein schlechter Mensch ist, weil man irgendwelche bekloppten Sachen liest. Also, hä? Es ergibt halt irgendwie keinen Sinn. Also, machen Menschen das? Ich weiß es nicht. Also, ihr wisst ja, dass ich, also, Entschuldigung, ich bin 34 Jahre alt und meine Lieblingsbücher sind Jugendbücher und so. Also von daher, warum sollte ich da irgendwas verleugnen? So, wen juckt's denn auch, was ich lese? Also, nee. Hast du jemals ein ganzes Kapitel oder mehr in einem Buch übersprungen? Also ganze Kapitel nicht, aber also neulich habe ich den zweiten Teil einer Dilogie gelesen und habe gemerkt, das Buch catcht mich einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, weil die Autorin so sinniert hat. Es gab die wörtliche Rede und zwischendrin immer so, ja, innere Monologe. Und das ging mir so auf den Geist, weil es einfach die Geschichte nicht vorangetrieben hat. Da habe ich dann einfach irgendwann nur noch die wörtliche Rede gelesen. Das war mir zu blöd. Echt, oh, ich wollte ja wissen, wie es ausgeht, aber da war so viel Gesülze drin. Nee, das habe ich dann einfach übersprungen, also überflogen. Und was ich auch öfter mache, ist, wenn ich so ein New Adult Roman lese oder halt überhaupt eine Romance und die rödeln dann da zum fünften Mal 0815 rum. Also, sie haben Geschlechtsverkehr und aber nichts Besonderes, sondern sie tun es jetzt zum fünften Mal, so wie sie es vorher gemacht haben, in Missionarstellung auf dem Bett und es ist immer wieder dasselbe. Boah, dann überspringe ich das auch, das ist mir zu blöd. Also, wenn es die Geschichte einfach nicht vorantreibt und es mich einfach nur noch langweilt, nee. Dann überfliege ich das. Hast du jemals ein Buch schlecht geredet, das du eigentlich mochtest? Nee. Mm-mm. Ich rede viel schlecht, aber wenn ich ein Buch mochte, dann merkt man das, glaube ich, auch. Ich habe immer an einem guten Buch auch meistens noch was zu kritisieren. Ich habe meistens an einem guten Buch auch noch was zu kritisieren. Weil halt nicht alles perfekt ist und ich finde, das kann man auch sagen. Aber nee, was richtig gut ist, einfach schlecht geredet. Also wozu denn? Falls andere auch schlecht finden? Ja und? Dann ist es halt so. Ich mag viele Sachen, die andere doof finden und andersrum. Nee, sowas mache ich nicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob andere Leute so sind. Ich glaube, ich bin einfach viel zu direkt und zu offen, um sowas zu machen. Ja, wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal ein Buch schlecht geredet, das ihr eigentlich gut fandet? Und seid ihr auch so, dass ihr auf Partys vielleicht mal euch ein bisschen klüger hinstellt, als ihr eigentlich seid? Oder habt ihr schon mal was verschenkt, was ihr geschenkt bekommen habt? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Und das war's auch schon mit diesem Tag. Ich fand den super, auch wenn ich nicht so schuldig bin wie vielleicht andere Leute. Ich habe also nur ein paar schlechte Angewohnheiten beim Lesen. Jetzt muss ich natürlich noch jemanden taggen und ich habe es mir aufgeschrieben. Ich tagge diesmal Jackie's Letter Love, Satzzeichen Chaos, Alice im Bücherland und The Reading Fox. So, von euch würde ich diesen Tag gerne sehen. Ich bin sicher, ihr habt da auch ein paar spannende Antworten zu geben. Mehr habe ich heute auch nicht zu sagen. Das war's schon von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!